Der erste FC Heidenheim hat zum Saisonstart der zweiten Fußball-Bundesliga einen Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt musste sich gegen Arminia Bielefeld mit einem 1:1 begnügen. Marc Schnatterer, 43. brachte die Gastgeber in Führung, John Simon Edmundson, 45. Glich für die Ostwestfalen aus Punkt vor 10.500 Zuschauern entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel, in dem sich die Gäste nicht versteckten. Den Bielefeldern bot sich auch die erste Chance, Andreas Vogelsammer scheiterte aber an Torwart Kevin Müller, 14. Punkt. Diese Möglichkeit war ein Weckruf für die Heidenheimer. Schnatterer, 17. und Robert Glatzel, 18. Vergaben aber die Führung. Diese gelang Kapitän Schnatterer nach einer missglückten Abseitsfalle der Gäste, die durch Edmundson aber noch vor der Pause zum Ausgleich kamen. Die Arminia kam mit mehr Schwung aus der Kabine. Einen Schuss von Manuel Prietl lenkte Müller an den Pfosten, 49. Punkt. Für Heidenheim verpasste Dimskacke den zweiten Treffer nur knapp, 68. Sit,